Moin. Ja, ich habe ja Andreas Budweisers Album Alarm in der Hand. Der Mann ist ja kein Unbekannter in der Metal-Szene. Und er hat hier sein Solo-Album präsentiert bei Kernkraft Ritter Records. Ja, ich habe mir das jetzt viermal am Stück angehört, das Ganze, und habe mir auch einige Reviews durchgelesen. Da ist ja die Meinung sehr, sehr unterschiedlich zwischen, ja, es ist wirklich spannend, es sind viele, viele Stilelemente drin, oder total langweilig. Gibt es ja von bis eine ganze Menge Meinungen. Und jetzt kriegt er noch meinen Senf dazu. Also, das Ganze habe ich mir angehört. Ich finde das Genörgler am Sound scheiße, weil ich mag diesen Demo-Sound, diesen Proberaum-Sound, der hier gefahren wird. Es ist eben wirklich keine geschönte Produktion. Das ist wirklich richtig rumpelig, dreckig, punkig. Und was ich nicht verstehe, ist, wenn dann immer Thrash-Metal-Einflüsse mit rangezogen werden, weil für mich ist das sehr rock'n'rollig. Es ist punkig, ja, und ist irgendwo so zwischen Quell Attack auf der einen Seite, auf der anderen Seite Midnight. Es rumpelt ganz gewaltig, ne? Es ist auch so ein bisschen vielleicht Nitro-Gods mit drin, wenn sie so schnellere Sachen, oder Motorhead mit drin. Also Rock'n'Roll, ordentlicher Schuss Rock'n'Roll ist da mit drin. Thrash-Metal höre ich jetzt für mich persönlich da nicht raus. Okay, man muss es sich mehrfach anhören. So beim einfachen Durchhören, da mag es dir so vorkommen, ja, ist ja langweilig, hört sich ja das Gleiche an. So ging es mir beim ersten Mal hören. Jetzt nach viermal sage ich, ja, jetzt fange ich an mit zu schnipsen, mit zu wippen. Und es sind nicht die Songs, die überall hochgejubelt werden. Na, also hier Floating in the Pit, der letzte, den finde ich zum Beispiel richtig stark, oder Style Against the Prey, der dritte. Das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind, wo ich so denke, ja, das ist ganz geil. Und da gab es auch eine Bemerkung, gerade bei dem letzten, den ich erwähnt habe, dass da ab der 90. Sekunde eine vergessene Basslinie wäre. Für mich hört sich das eher an, und das finde ich auch richtig cool, als ob das so eine Begleitung nochmal zusätzlich zu dem Gitarrensolo, was da drauf kommt, ist. Ne? Also sind viele versteckte Raffinessen drin, die du so beim ersten Mal hören nicht so raushörst. Man muss sich damit beschäftigen, man muss auf sich wirken lassen. Es ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Mir gefällt's. Und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass es live richtig Hammer kommt. Dass es da ein richtiger Kopfabschrauber ist. Gerade auch so durch diesen rumpeligen Sound, weil das ist eher hier wirklich so ein Live-Sound, das Ganze. No. Okay, wenn ihr euch das Cover anguckt, könnte man sicherlich noch mehr draus machen, was ich hier so bei der CD ein bisschen schade finde. Ich habe keine Texte gefunden, weil die werden an einigen Stellen richtig hochgejubelt, und mir ist es ehrlich gesagt so mühselig, das rauszuhören. So, die CD der Woche, Andreas Budweisers Alarm. Nicht ganz unumstritten, aber man sollte es versuchen, damit warm zu werden. Gut. Andreas Budweiser, so. Ja, kann ich nur empfehlen. Kantig, nicht gleich so leicht zu verarbeiten, aber interessant, auf jeden Fall. Eben ist mir die Kamera in den Arsch gegangen, deswegen gibt es jetzt ein kleines Handyvideo, damit wir es heute auch noch hier zu Ende bringen. Jo, die Kernkraftritterkarte, was hat es denn damit auf sich? Wir haben jetzt festgestellt, wir haben es ja nun hier schon an der Stelle mehrfach angepriesen, ihr nutzt sie nicht. Warum nicht? Wo ist das Problem? Es geht ja eigentlich hier darum, dass wir euch gerne ein bisschen mehr an uns binden möchten, indem wir euch Vorteile verschaffen. Ihr kommt billiger zu Konzerten rein und ihr bekommt CDs und andere Sachen preiswerter, und natürlich nicht nur von Kernkraftritter Records, sondern auch von den entsprechenden Partnern, wie zum Beispiel der Metal-Schmiede. Das Einzige ist, da wir ja nicht wissen, wer jetzt einfach so die Karte hat, deswegen brauchen wir euren Namen und eine E-Mail-Adresse. Ja, ist leider so, auch wir müssen irgendwo plus minus null wenigstens aus der Schose rauskommen, und deswegen möchten wir auch schon ein bisschen Werbung rüberschieben. Ne? Also ist jetzt nicht ganz uneigennützig, weil wir sind keine Samariter, sondern wir müssen ja auch ein bisschen von was leben und möchten nicht nur investieren, weil dann lohnt sich so eine Plattenfirma oder so eine Konzertveranstaltung nicht. Dann hängen wir das nämlich an den Nagel, und dann macht es
ein anderer oder keiner. Aber wenn ihr sagt, ja, zu euch gehen wir gern, dann könnt ihr durchaus diese Karte nutzen, weil dann spart ihr echt Geld. Gut, das für diese Woche und nächste Woche sehen wir uns wieder an der Stelle. Ciao.